Jetzt zeige ich mal Ihnen, der Michael und ich, welche Modelle wir haben bei unseren Brose Tauberrädern. Und zwar ganz ungewöhnlich viele Modelle und Möglichkeiten, die Sie haben zur Auswahl. Also, als erstes mal unterscheiden wir die Rahmenform. Ne? Also hier haben wir den klassischen Diamantrahmen, Herrenrahmen, sagen wir lieber nicht. Können auch Frauen mitfahren, das wäre ja sonst diskriminierend. Ja, brauchen wir langsam. So, dann haben wir den Tiefdurchstieg. Also kein Damenrad. Kein Damenrad, nein. Ein Tiefdurchstieg. Hier haben wir den Trapezrahmen oder auch bei manchen mehr als Mixte geläufig. Ja. Hilft ein bisschen so für Schrittfreiheit und so weiter. Manche steigen auch daneben drüber, geht aber eher nicht so. Aber sieht einfach gut aus. Und ja, und dann, diese drei Rahmenformen gibt es jetzt aber mit unterschiedlicher Laufradgröße. Aha, und zwar einmal die Laufradgröße 28 bzw. 29 Zoll. Dieser feine Unterschied 28, 29 kommt ja im Grunde genommen durch Bereifung. Durch die Bereifung. Wenn man einen recht breiten Reifen nimmt, der dann auch höher wird vom Volumen und man misst nach, dann sind es plötzlich 29 Zoll Durchmesser. Aus dem Grund hat man sich irgendwann einmal da auf 29 Zoll mal geeinigt, also 28, 29 Zoll. Oder wir machen dann diese Tauberräder mit einem 27,5. Genau. Als Sportvariante. So, und dann unterscheiden wir dann die Modelle, weil das ist einfach so, hat sich das entwickelt. Die 29 Zoll heißen Sport und die mit 27,5, das sind die Crossover. Haha, so. Was Sie jetzt ja hier sehen, sind ja E-Bikes mit einer Straßenausstattung. Ne? Also die klassische Straßenausstattung bedeutet ja schon mal ein Licht dran. Schutzbleche, Gepäckträger. Also so, wie man halt rumfährt. Ne? So auf der Straße, durch die Stadt, auf genau. Touren. Aha, aber es gibt ja auch noch diejenigen, die gerne in der Natur fahren. Und dann können wir tatsächlich mit jedem dieser Modelle können wir auch eine Cross-Ausstattung anbieten. Potzblitz. Und wie funktioniert das dann? Also das heißt, wir machen eine grobstolligere Bereifung drauf. Das Ganze ab Werk übrigens, was dann nichts mehr kostet. Dann kommt der Gepäckträger weg, weil der sieht ja uncool aus. Und die Schutzbleche, das sind dann Kunststoffschutzbleche, die elastisch sind und können auch mal einen Sturz verkraften, ohne dass sie dann irgendwie Dalle kriegen oder so. Die verformen sich und gehen wieder in die Form zurück. Außerdem kann man sie zack, zack, geschwind wegnehmen zum Reinigen. Ja, stellen Sie sich jetzt einfach mal so ein E-Bike vor, wo es so aussehen könnte, oder eines sogar mit einem tiefen Durchstieg. Ist einfach klasse. Und wenn Sie sagen, ich möchte aber doch einen Gepäckträger, dann machen wir halt noch einen Gepäckträger hin. So, und im nächsten Kapitel zeige ich mal Ihnen ein bisschen die technische Ausstattung.